Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu einem kurzen Update begrüßen. Digitalisierung, Disruption sind momentan Themen, die in aller Munde sind. Das geht natürlich auch in der Anlageberatung nicht vorbei und ich möchte Ihnen kurz demonstrieren, wie Sie diese Möglichkeiten nutzen können, um selbst bessere Anlageentscheidungen zu treffen. Das Motto soll sein: Wie kann ich bei meiner vertrauten Bank bleiben, sei es die Sparkasse, sei es die Volksbank, Deutsche Bank, Commerzbank oder auch bei den Direktbanken wie der ING DiBa, aber mich trotzdem bankunabhängig beraten lassen und gleichzeitig meine Anlagestrategie optimieren und Kosten reduzieren. Zunächst schauen wir uns an, wie wir die Daten konsolidieren können. Wir nutzen hierzu eine Software, die es Ihnen ermöglicht, über die Erfassung verschiedener Bankverbindungen automatisch sämtliche Konto- und Depotdaten hereinspielen zu lassen. Das sieht dann so aus. Sie erhalten einen Überblick. In unserem Beispiel haben wir ein Depot bei der ING DiBa, bei der Volksbank und auch bei der Sparkasse Darmstadt. Und auch die vorgebundene Rentenversicherung bei der Allianz kann sinnvoll erfasst werden, indem man sie auf Basis der enthaltenen Investmentfonds berücksichtigt. Auf dieser Basis sind verschiedene Auswertungen möglich. Sie erhalten also eine sehr gute Transparenz. Das betrifft die Themen Vermögensentwicklung in Euro. Sie sehen das hier dargestellt. Sie sehen aber auch gleichzeitig hier am linken Bildrand, es geht nicht nur um Wertpapiere, es geht um liquide Anlagen, die sich aus Tages- und Festgeldern, aus Aktien- und Aktienfonds, aus Mischfonds und auch natürlich Zertifikaten oder auch Rohstoffen und Edelmetallen zusammensetzen. Und auch die Daten der verschiedenen Darlehen und Kredite werden automatisch in das System hier integriert. Bei alledem ist es so, dass Sie als Kunde derjenige sind, der die Datenhoheit hat. Das heißt, Sie können für jede Bankverbindung und für jeden Vermögenswert, den man händisch erfasst, wie beispielsweise Immobilien, selbst festlegen, ob wir als Berater diesen Wert sehen sollen oder ob Sie zunächst die gesamte Vermögensübersicht für eigene Zwecke nutzen möchten und uns nur für gewisse Zwecke, beispielsweise auf einzelne Depots, einen Überblick geben möchten, um diese Depots dann im Rahmen der Struktur zu analysieren. Sie sehen ja mal ein Beispiel für eine Depotanalyse. Das heißt, wir haben die Wertpapierdaten der verschiedenen Institute, also konkret waren das ja hier die Volksbank, die Sparkasse und auch die DiBa. Die haben wir analysiert unter verschiedenen Kriterien. Und Sie sehen ja zum einen, naja, das Portfolio, das könnte sehr gut diversifiziert sein, ist aber relativ schwach diversifiziert, wie Ihnen hier die lilane Skala zeigt. Die Volatilität wird Ihnen noch angezeigt, also die Schwankungsbreite. Wir sehen den maximalen Verlust. Wir sehen auch, wie gut das Portfolio hier unter Risikoparitätsaspekten gestreut ist. Wir sehen die Wertentwicklung über 3 Jahre und die Relation von Rendite zu Schwankungsbreite über einen sicheren Zins, den man realisiert hat. Also sprich, wie gut wurde ich für eingegangene Risiken vergütet? Das gibt Ihnen einen tollen Überblick über die Charakteristika des Portfolios, aber wir interessieren uns natürlich besonders für die Risiken. Wir sind nun nach einigen Jahren Bullenmarkt bei Allzeitständen, was viele Indizes betrifft. Also ist ja die Frage, habe ich nur eine lange Liste von Wertpapieren oder habe ich ein ordentlich diversifiziertes Portfolio? Und wie in diese Auswertung hier zeigt, haben wir zwar verschiedene Fonds enthalten, das sind aktive Fonds, das sind passive Fonds, aber wir sehen schon alles in Rot. Das heißt, der Gleichlauf dieser Vermögenswerte ist relativ hoch, der Diversifizierungsgrad ist gering. Das ist positiv, solange die Märkte steigen, dann wollen wir volles Risiko. Aber wenn die Märkte zurückgehen, dann stellen wir häufig erst im Nachhinein fest, dass wir doch zu wenig Risikostreuung integriert haben. Dementsprechend, die aktuellen Allzeithochs laden dazu ein, sich mit der Depotstruktur zu beschäftigen und sie hier zu analysieren. Im nächsten Schritt interessieren uns natürlich nicht nur die Charakteristika auf der Portfolioebene, sondern auch Überschneidungen, weil Sie haben mehrere Fonds, einen Indexfonds, einen aktiven Fonds und diese Fonds können ja durchaus die gleichen Aktien beinhalten. Und diese Übersicht, die Sie hier sehen, die zeigt Ihnen das nun sehr deutlich. Im konkreten Beispiel, 2,1% des Portfolios sind in die Bayer AG investiert. Warum? Weil die verschiedenen Fonds, die Sie hier sehen, eben die Bayer-Aktie halten. SAP 1,83%, Allianz 1,5%. Also wir sehen, obwohl das Depot ordentlich strukturiert ist, oberflächlich über verschiedene Banken mit verschiedenen Investmentfonds unterschiedlicher Gesellschaften, obwohl der Kunde hier auf aktive und passive Anlagestrategien setzt, sehen Sie es doch in der Addition, haben wir hier einen ordentlichen Prozentsatz des gesamten Portfolios, der sich auf wenige Werte konzentriert, die zudem noch alle in Deutschland hier entsprechend vertreten sind. Also, wir sollten die Digitalisierung nutzen, dabei die Hoheit über die Daten behalten. Sie bekommen einen tollen Überblick über Ihre gesamte Vermögensstruktur. Wir nutzen diese Daten als Basis für tiefergehende Vermögensstrukturierungen und Depotanalysen,
alles in allem für Sie eine tolle Zeitersparnis und dazu die Möglichkeit, Ihre finanziellen Entscheidungen auf deutlich besserer Basis zu treffen. Wir freuen uns auf Ihr Feedback, auf Ihre Rückmeldung. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.